Auch narzisstische Beziehungen können sehr lange andauern. Manche schaffen es einfach nicht, aus einer toxischen Beziehung auszubrechen. Sie merken zwar, dass es ihnen nicht gut geht, sagen sich aber zum Beispiel, das ist eben mein Schicksal, was soll ich mich jetzt noch einmal aufmachen und mir was Besseres suchen? Es kommt doch eh nichts Besseres nach. Und je länger so eine Beziehung dauert, desto schwächer und schwächer werden diese Personen, sodass ein Absprung in immer weitere Ferne rückt. Aber es kommt auch vor, dass der Narzisst die Beziehung von sich aus niemals beendet, also keinen Discard ausspricht. Auch ein Narzisst kann es sich so richtig einrichten in seiner Beziehung, in seiner Komfortzone. Er bleibt dann in dieser Beziehung entwertet, manipuliert und kontrolliert und hat vielleicht auch die ein oder andere Affäre. Und auch er sagt sich, was soll ich mein Leben komplett umkrempeln? Es ist doch eigentlich alles okay, so wie es ist. In jedem Fall bleibt so eine Beziehung das, was sie nun einmal ist, nämlich toxisch. Nur weil eine Beziehung lange anhält, heißt es ja noch lange nicht, dass diese Beziehung eine gute, eine liebevolle Beziehung ist, eine Beziehung, die auf Augenhöhe geführt wird. Wenn du noch in einer toxischen Beziehung drin bist, dann kann für dich irgendwann der Tag kommen, wo du den Fluch der Beziehung, in der du gerade drin steckst, brichst. Irgendwann kommt der Tag, wo du sagst, genug ist genug. Solltest du bereits raus sein aus der Beziehung, kann auch für dich der Tag kommen, wo du für dich sagst, Gott sei Dank, es ist vorbei. Naja, es ist so eine Sache mit, wenn die Beziehung vorbei ist, da mal hinzukommen, weil nach einer toxischen Liebesbeziehung leiden wir den toxischen Liebeskummer. Wir sind wahrscheinlich im Trauma-Bonding drin und der Weg zu den Worten, Gott sei Dank ist vorbei, der kann so weit sein. Aber auch hier kann es gelingen, den Fluch zu brechen und das kann sein, dass du dann irgendwann sagst, Gott sei Dank, dass ich da raus bin. Es ist genug. All das schauen wir uns nach dem Intro mal genauer an. Ja, es ist schon so eine Sache mit toxischen Beziehungen. Sie beginnen meist mit der Lovebombing-Phase. Man wähnt sich im siebten Himmel und kann es später gar nicht fassen, in was man da hineingeraten ist. Auch ohne, dass man von Narzissmus Ahnung hat, merkt man, dass man Achterbahn fährt, dass man irgendwie fremdbestimmt ist und die Gedanken viel zu viel bei dem toxischen Partner, bei der Beziehung sind. Man merkt, dass man sich selbst zum Nachteil verändert, dass man nicht mehr so fröhlich ist wie früher. Man merkt auch, dass man sich selbst mehr und mehr in Frage stellt. So kann man ganz kurz eine toxische Beziehung beschreiben. Toxische Beziehungen sind so zerstörerisch. Toxische Beziehungen zerstören Seelen und machen aus ehemals lebendigen und lebensbejahenden Menschen ja sowas wie einen Zombie, ein Schatten seines Selbstes. Schauen wir uns einmal an, wie wir den Fluch einer toxischen Beziehung brechen können. In einer toxischen Beziehung bist du mit einem Menschen zusammen, der kein eigenes Ich besitzt. Du bist mit einer verletzten, schambehafteten Seele zusammen, in der es dunkel, leer und einsam ist. Narzissten durften keine Individualität entwickeln. Sie sind gezwungen, im Außen zu suchen, was sie sich selbst nicht geben können. Sie spiegeln dich, sie kopieren dich. Sie sind immer verzweifelt auf der Suche nach Zufuhr. Sie sind immer auf der Suche nach dem Kick und sie haben eine geheime Superangst. Die Angst, verlassen zu werden. Das ist übrigens auch der Grund, warum Narzissten eher dir den Discard geben, weil sie sind dir dann einen Schritt voraus und vermeiden es so, irgendwann verlassen zu werden. Das Ganze verstecken sie meisterhaft hinter der Maske von »Ich habe alles im Griff«. Sie sind Mr. oder Mrs. Perfect. Und ja, sie haben sehr viel Engagement und Arbeit hineingesteckt, um überzeugend zu wirken. Und die reale Welt da draußen beweist uns ja jeden Tag neu, wie gut ihr Spiel ja läuft. Und dass es immer wieder genug Leute gibt, die auf ihr Spiel hereinfallen. Um diesen Fluch besser beschreiben zu können, lasst mich ein Beispiel bringen. So ein Beispiel in Form eines Märchens.
Es war einmal ein rechtschaffenes Mädchen von hübscher Gestalt und edler Gesinnung. Als dieses Mädchen nun älter und älter wurde und immer hübscher wurde, wurde dies im ganzen Land bekannt. Davon hörte auch ein hässlicher, boshafter Magier. Und dieser Magier dachte sich, wenn ich mir dieses Mädchen hole, gehen deren Eigenschaften auf mich über und mein trauriges Dasein hat ein Ende. Und so machte er sich auf den Weg. Als er schließlich in der Ortschaft des hübschen Mädchens ankam, wirkte er einen Zauber, der ihn als hübschen Jüngling aus gutem Hause erscheinen ließ. Jedermann war von diesem netten jungen Mann so angetan und man wies ihm eifrig den Weg zu dem hübschen Mädchen. Dort angekommen, klopfte er an die Tür und warb um das Mädchen. Der Vater des Mädchens, die Mutter, die Geschwister und das Mädchen selbst waren verzaubert von diesem jungen Mann. Und so war man sich schnell einig. Der Vater gab seinen Segen und es gab eine prächtige Hochzeit. Nun aber musste sich der Magier beeilen. Sein Zauber, den er gewirkt hatte, verlor so langsam an Wirkung. Und an manchen Momenten schien seine abgrundtiefe Hässlichkeit und Boshaftigkeit für Sekundenbruchteile durch seine Maske hindurch. Er wusste, er musste so schnell wie möglich nach Hause und den Zauber auffrischen. Und so nahm er das Mädchen und sie stiegen in seine Kutsche und fuhren in das Reich des bösen Magiers. Dort angekommen, wirkte er nun schnell wieder einen Zauber und seine hässliche Hütte, in der er hauste, erschien dem Mädchen nun wie ein prächtiger Palast. Der böse Magier nahm nun jeden Tag ein Stück Leben von dem Mädchen und verleibte es sich ein. So führte er ein schönes Leben, ja, er fühlte sich stark, lebendig und gut. Das Mädchen jedoch wurde weniger und weniger. Das Mädchen wusste, irgendwas stimmt nicht, aber es fand keine Erklärung. Aber irgendwann kam der Tag, an dem dem Magier die Kraft ausging. Und der Zauber, den er täglich erneuern musste, damit das Mädchen kein Argwohn schöpfte, irgendwann kam der Tag, an dem der Zauber nicht mehr wirkte. Und genau an diesem Tag war der Fluch gebrochen. Das Mädchen sah, in welch schäbiger Hütte sie hauste. Sie sah den Magier nun als das, was er wirklich war, nämlich hässlich und böse. Und hier soll das Märchen nun enden. Das Mädchen konnte sich retten, sag ich jetzt mal, und war fortan immun gegen Scharlatane und Hochstapler. Wie geht es jetzt weiter? Was gilt jetzt für euch da draußen vor dem Bildschirm? Genau diese Erkenntnis habt ihr auch irgendwann gehabt. Deine Freundin hat dir vielleicht erzählt, schau doch mal genauer hin. Mit deiner Beziehung stimmt doch irgendetwas ganz gewaltig nicht. Dein Partner ist vielleicht toxisch. Dein Partner ist vielleicht ein Narzisst und du hast dich schlau gemacht. Du hast dir Bücher gekauft, du hast dir YouTube-Videos angeschaut und irgendwann hast du gemerkt, Mensch, ich bin ja gar nicht der Fehler im System, wie mir immer erzählt wurde. Es ist genau andersrum. Mein Partner hat es von Anfang an drauf angelegt, mich zu torpedieren. Mein Partner ist derjenige, der mich kontrolliert, entwertet hat, manipuliert hat, der mich belogen und betrogen hat. Das ist dein Tag der Wahrheit. Aber jetzt steht er vor einer weiteren Herausforderung. Loszulassen und zu verstehen und zu akzeptieren, dass es diese Person, in die er verliebt war, niemals gegeben hatte. Diese Person war deshalb so liebenswert und so begehrenswert, weil diese Person euch gespiegelt hat. Diese Person hat euch mit einem Zauber belegt und ihr habt eine Person gesehen, die es niemals gegeben hat. Für euch heißt es nun, diesen Fluch, der über eurer Beziehung lag, zu brechen. Ihr habt schon den ersten Schritt gemacht und erkannt, dass ihr es mit einer toxischen Person zu tun hattet. Nun heißt es, den zweiten Schritt zu gehen und den Zauber endgültig zu brechen und wieder zu euch selbst hinzukommen. Diesen Schritt zu gehen, ist manchmal auch deshalb so schwer, weil wir vielleicht so programmiert sind, die Anerkennung anderer zu bekommen. Wenn uns als Kinder wenig Selbstbewusstsein vermittelt wurde, dann ist die Folge, dass wir unter Umständen zu sehr auf die Wertschätzung anderer Menschen bauen. Statt zu sagen, ich höre auf meine eigene innere Stimme, ich kenne meine Werte, ich kenne meine Grenzen und ich kenne die Grenzen, wo niemand, aber auch niemand rüberlatschen darf.
Stattdessen hinterfragen wir uns viel zu oft und lassen uns viel zu oft ein X für ein U vormachen. Den Fluch zu brechen und den Zauber, den der Narzisst gewirkt hat, als das zu erkennen, was es wirklich ist, nämlich billiger Mummenschanz. Dazu gehört auch anzuerkennen, dass du es hier mit einem Menschen zu tun hattest, der sich nicht ändern kann und auch nicht ändern will. Einem Narzissten fehlt die Fähigkeit der Selbstreflexion, die Fähigkeit, einmal Innenschau zu halten und die Fähigkeit, seine eigenen Fehler zu korrigieren, die Fähigkeit, sich selbst einmal ein Update zu verpassen. Lasst alle Hoffnung fahren, dass ein Narzisst sich ändern wird. Wie ich immer wieder in meinen Videos sage, die Hoffnung in einer toxischen Beziehung ist der mieseste Verräter. Den Fluch zu brechen bedeutet auch anzuerkennen, dass du dieser Person nicht helfen kannst. Alles in dir schreit vielleicht danach, die Beziehung wieder so werden zu lassen, wie sie anfangs war. Alles in dir schreit danach, wieder die Person zu sehen, die du am Anfang gesehen hast. Mach dir klar, erstens, es gab diese Person niemals. Zweitens, er hat dich lediglich gespiegelt. Drittens, du kannst der Person oder eigentlich dieser leeren Hülle, die da vor dir steht, nicht helfen. Es ist nicht deine Aufgabe, etwas zu richten, was noch nicht einmal Fachleute hinkriegen. Narzissten ändern sich nicht, Narzissten sind arme Kreaturen. Hast du sie einmal durchschaut, ist es so, als wenn du eine Nadel nimmst und in einen Luftballon hineinstichst. Alles fällt in sich zusammen und du siehst, es war nur eine Luftnummer. Den Fluch zu brechen bedeutet auch anzuerkennen, dass du nicht schuld bist. Du wusstest es nicht besser. Du hattest von Narzissmus keine Ahnung. Du wusstest nicht, dass es Menschen gibt, die zwar sagen, ich liebe dich, aber ganz anders handeln. Du bist enttäuscht. Aber sieh die Enttäuschung doch als das, was sie vom Wortsinn her eigentlich ist. Eine Täuschung ist nun vorbei. Eigentlich solltest du nun dankbar sein, dass es vorbei ist. Aber was bist du stattdessen? Richtig, du bist in aller Wahrscheinlichkeit nach traurig und vielleicht auch verzweifelt, dass es vorbei ist. Und das ist der Fluch, den es zu brechen gilt. Anzuerkennen, dass die Nachwirkungen des Fluchs wirken. Du leidest den toxischen Liebeskummer, der nach einer toxischen Beziehung ganz normal ist. Du machst genauso einen kalten Entzug, den ein Junkie macht, wenn er eine Droge absetzt. So, ihr Lieben, das soll's für heute gewesen sein. Macht's gut. Ich hoffe, ich habe euch mit diesem Video weiterhelfen können. Bis zum nächsten Mal. Ciao.